Ja, moin Leute. Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Rocket League. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Ja, und ich weiß, was ihr denkt. Eigentlich hätte heute nicht Rocket League kommen sollen, sondern eigentlich kommt ja. Warte. Zeitplan. Eigentlich kommt ja montags immer Way of the Hunter. Ja, ich war eigentlich auch in der Aufnahme für Way of the Hunter, aber das Spiel hat mich heute so abgepackt, dass, ja, dass das leider nichts wurde. Oh. Gehen wir mal kurz ran. Und zwar habe ich. Ich habe am Anfang so ein paar schöne Tiere gehabt, ne, die habe ich schön abgeschossen. So, aber dann ging das Chaos los, ne? Dann habe ich. Oh, komm, block it! Ah, block it! Was ist mit ihm? Wo kommt der her? Kommt der aus der ganz falschen Richtung? Naja, und dann habe ich halt das Tier so abgeschossen, habe die Spur verfolgt, habe gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um die Spur in irgendeine Richtung zu verfolgen. Ja? Und dann am Ende dieser Spur. Lol. Am Ende dieser Spur war kein Tier. Am Ende dieser Spur war einfach nur eine Sackgasse. Und ja, ich stand dann da und war erstmal ein bisschen verwirrt. Ja, wo ist das Tier? Wo ist meine Beute? Was passiert hier? Das hat mich ganz schön abgefuckt. Ich habe das Tier letzten Endes nicht gefunden. Und naja. Oh ja. Nee, doch nicht. Oh, und dann kamen noch so Sachen dazu, wie dass ich gefühlt eine halbe Stunde kein Tier gefunden habe und letztendlich habe ich eine Stunde aufgenommen. Oh nein. Habe ich eine Stunde aufgenommen und habe nichts geschafft dabei. Dann habe ich gesagt, nee, habe keine Lust mehr, ich spiele jetzt Rocket League. Das geht ein bisschen schneller und ein bisschen zuverlässiger aufzunehmen. Ja, und hier sind wir. Und bisher läuft ganz okay, würde ich sagen, läuft ganz okay. Ach, hat mich so aufgeregt, Leute, ihr glaubt's nicht. Habe ich ewig nach diesem Tier gesucht und dann ist das Tier entweder despawned oder weggeglitscht oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht mehr da. Ah. Naja, gut. Ja, Rocket League. Way of the Hunter kommt dann wahrscheinlich morgen. Denke ich mal. Heute erstmal ein bisschen Rocket League. Oh, yo, guter Schuss, Bruder. Geil, hat er den. Der hat sich zwar abgesnackt, ne, aber war gut. War gut. Ah, ja, doch, kann man machen. War zwar von mir nicht geplant, aber ich denke, das war perfekt so. Und ja, ganze Zeit über Way of the Hunter gesprochen, aber nebenbei, gell, nebenbei hat das ganz gut geklappt hier in Rocket League. Ja, normalerweise ist es ja so, dass wenn ich über irgendein Thema quatsche und nebenbei Rocket League spiele oder so, oder allgemein was spiele nebenbei, dass ich ja, übel verkacke, weil ich nicht so multitaskingfähig bin, aber in dem Fall, ja, geht da rein. Ah, oh, schade. Hätte ich schon gegönnt, wenn der jetzt reingegangen wäre. Hätte ich uns schon gegönnt. Aber ja, hat ganz gut geklappt. Okay, den. Der Mate lässt ihn durch, das war nicht so gut. Aber nicht so gut, hätte er lieber mitnehmen sollen. Oh. Aber alles in Butter, ich bin hier am Start. So, erstmal outplayed den Typen. So, mein Freund, hier ist der Pass. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Okay. Genauso wie das war auch irgendwie nicht so effektiv. Oh Mann. Ach, come on. Ja, okay, es ist ein unglücklich gelaufen, dass ich da das zweite Mal den Ball noch berührt habe. Ne? Damit habe ich den Ball wieder unvorteilhaft ins Spiel zurückgebracht für die Gegner. Ja, und dass mein Mate da auch nicht mehr rangekommen ist, war natürlich auch unvorteilhaft, aber was soll man machen, ne? Und die Seitwärtsrolle. Oh, Mate. Oh, Mate. Come on. Bisher bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber gut, das kann ja noch werden. Oh, komm, Mate. Er ist zu weit hinten, gell? Er ist zu weit vorne gewesen gerade. Aber gut. 1-1 steht's. Ist ja noch alles drin. Alles in Butter hier. So, komm, Mate. Gleich verlängern, jawohl. Und jetzt reinbringen. Ja. Ah, verdammt. War aber eine gute Chance an sich. Okay, mal noch ein bisschen Boost. So. Ja, ein bisschen mehr Boost bräuchte ich schon, um weiterzumachen. Ah, danke. Da ist die Bestellung. Oh. Fliegen. Okay. Was war das, Alter? Was war das? Da haben sie mir das Tor aber auch geschenkt, hä? Ich meine, klar, Vorlage war natürlich Premium von mir. Die Parade kann man drüber streiten.
vom Gegner, aber das, also das war ja das, die Kirsche auf der Sahnetorte, könnte man sagen. War nicht der beste Face-Off. Mate, mach mal was. Ja, okay, gut. Inzwischen, jetzt bin ich schon wieder am Start, jetzt kann ich was machen. Oh, abgeblockt, kein Problem. Okay. Oh, jawohl. Habe ich natürlich genauso geplant. Ich habe auch überhaupt nicht gefettfingert gerade oder so. Also alles in Butter. Easy. Die Parade. Ey. So ein Hund. Hat er mich einfach weggeschubst. So nicht. Oh, der ist gefährlich. Wir bleiben mal am Boden. Ja, ja, das ist gut für uns. Ich hole mal das Boost hier beim Gegner. Der Mate bringt den Pass rein. Ich komme wieder zurück. Oh nein. Der Ball war zu schnell für mich. Verdammt. Nein, den hätte ich treffen müssen. Wäre wahrscheinlich nicht reingegangen, aber letzten Endes trotzdem. Nee, nee. Als ob. Als ob. Wo war das jetzt bitte? Also, come on, das war einfach nur unlucky. Der Mate ist sogar noch am Ball rangekommen und hat den Gegner angeschossen und da ist rein. Okay. Wow. Ich wäre vielleicht sogar auch am Ball gekommen, wer weiß. Aber das ist ja jetzt, also, das hätte so nicht passieren müssen. Das war einfach nur unlucky. Ja! Oh, schade. Oh, aber eine schöne Reingabe eigentlich. Also, von der Passhaftigkeit her war der schon ganz lecker. So, Mate, ich hoffe, du triffst. Oh, Mate. Okay, alles cool. Ja, wir gehen gleich wieder ins Tor, lassen den Boost mal Boost sein. Oh mein Gott. Alter, oh mein Gott. Wie habe ich denn den gerade verfehlt? Das war ein bisschen peinlich. Gebe ich zu, das war ein bisschen peinlich. So, Mate, du machst hier irgendwie einen Pass. Okay, der Gegner wollte irgendwie vor meine Räder kommen. So kam es auch. Ah, ich habe extra ganz leicht den Ball nur angetatscht. Schade. Okay. Ja, Mate, da musst du mal hoch. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich effektiv war, aber... Ah, was soll's. Ich hab keinen Boost. Warte mal. Ja, okay. Läuft irgendwie nicht ganz so effektiv. Mate, mach keinen Scheiß jetzt da vorm Tor. Wir müssen hier einen Sieg rausholen. Also, das dürfen wir nicht verlieren, das Match. Ehrlich. Das gibt's nicht. Oh mein Gott, da hat man aber Glück. Da hat man aber Glück. Das war wirklich gut gespielt. Ob es so geplant war, ist jetzt dahingestellt. Aber wirklich, war gut gespielt. War auch knapp. Okay. Ja, okay, meinetwegen. Habe ich abgenommen. Oh, der Pass ist da. Mate macht ihn selber, würde ich sagen. Weiß nicht, das ist alles nicht so effektiv gerade. Muss mir mal was anderes einfallen lassen hier. Okay. Wir gucken, was... Oh nein, das gibt's nicht. Das kann nicht sein, Alter. Ach, wie unlucky das Ganze war. Wie unlucky das komplette Match war. Ich meine, der Schuss war gut, gebe ich zu, aber den hätte ich haben müssen. Mein Fehler. Ah, naja, gut. Aber das Match an sich war trotzdem ganz okay. Heute ist nicht mein Tag, also Way of the Hunter lief scheiße, Rocket League läuft scheiße. Gucken wir mal, ob das nächste Match besser läuft. Leute, also heute, ich habe gerade ein Spiel gespielt nochmal. Und ich habe denselben Mitspieler gehabt wie im ersten Match. Er hat genauso scheiße gespielt wie im ersten Match. Er hatte 200 Punkte am Ende. Ich hatte 4 Tore. Gebt euch das mal, ich hatte 4 Tore und wir haben trotzdem verloren. Alter, das war gerade schon wieder letzte Sekunde, dass ich noch dran gekommen bin. Wichtig. Ich hätte mich so aufregen können, gell? Gut, ich glaube, er hatte dann am Ende irgendwie doch noch ein Tor oder so gemacht. Aber er hat dann defensiv nur gefailt. Oh. Okay, war jetzt nicht die schönste Ballberührung, aber okay, kann man trotzdem machen. Er nur gefailt und ich habe nur geraged in dem Match. Ach, es ist einfach nicht mein Tag heute, wirklich. Way of the Hunter läuft kacke, Rocket League läuft kacke. Oh, einfach nicht mein Tag. Okay. Kann man als Pass verbuchen, denke ich. Keine Ahnung. Oh, er steigt hoch. Er steigt wieder runter. Okay. Ich bleibe beide hier an der Mittellinie stehen.
Oh, Bro, der ist für dich. Fahr doch nochmal ran. Fahr doch einfach nochmal ran, hä? Er hat doch ultra die gute Position. Okay, was macht er jetzt? Okay. Er ist ein Solo-Player, oder? Also, sehe ich das richtig? So mit Passpässen rechnen und so ist jetzt irgendwie nicht so ganz. Aber dafür ist er ein guter Spieler, also ich will mich nicht beschweren. Wenigstens habe ich nicht zum dritten Mal in Folge diesen Kack-Mate. Oh nee, das war absehbar, dass ich da nicht rankomme. War nicht gut. Okay, dann müssen wir mal kurz ran, obwohl gehen wir nicht ran. Schafft man nämlich gar nicht. So, weg mit dem Ding. Warum gehe ich da überhaupt hin? Warum gehe ich da überhaupt hin? Die Chance, dass ich den treffe, ist doch so schlecht. Ist doch so niedrig. Oh klar, dass der Gegner über mich drüber spielt. Oh, Mate. Schönes Ding. Lass dich abklatschen, Kollege. Oh. Aber wieso ist der reingegangen? Also ich meine, der Schuss selber war jetzt nicht sehr prickelnd, ne? Es war halt einfach keiner in der Defense. Und der Typ, der in die Defense ist, der hat irgendwie nichts gemacht. Naja. Man nimmt es an. Man nimmt es dankend an. Okay, passt zu mir vom Gegner. Warum nicht? Habe ich aber langsam keinen Boost mehr. War klar, dass der Mate den Boost holt. Okay. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay, ja, was macht ihr da? War ich am Ball? Keine Ahnung. Sagen wir einfach mal, ja. Oh, direkt wieder umdrehen. Oh. Ach komm, den hätte ich schon treffen können, aber gut. Oh, die sind aber auch fix am Ball, gell? Muss man schon sagen. Fixer als ich auf jeden Fall. Oh, der Mate, jetzt kommt der Dribbling. Oh. Nicht gut getroffen. Ich wollte ihn zwar nur leicht berühren, aber das war dann doch ein bisschen zu leicht für meinen Geschmack. Okay. Der Mate easy vom Tor, gell? Ja, geil, Alter. Geil. Ich meine, ich weiß nicht, was die Gegner jetzt gerade gemacht haben. Also, was die davor hatten, aber... der Typ an der Wand, der hat mir am meisten gefallen. Schön. Ja, schön. Ich habe zwar nur 80 Punkte, aber ey. Ey, was soll's. Was soll's. Oh, okay. Ja, nochmal einen schnellen Pass rein. Na, schade. Yo, schön. Der Pass war da. Endlich habe ich auch mal was gemacht. Endlich. Ja, und das war auch die einzige Aktion, die ich in dem Match gemacht habe. Woohoo. Naja gut, das kompensiert zumindest die Niederlage, die ich offscreen hatte mit dem Mate, den ich... Naja, reden wir nicht mehr drüber. Gehen wir weiter. Gehen wir ins nächste Match. Wir müssen noch eins gewinnen, dann sind wir wieder Liga 2. Schauen wir mal, ob wir das jetzt noch eben schaffen. So, wer kommt in mein Team? Aha. Not good in Rocket League 21. Na, ob das jetzt ein Zeichen ist? Ich hoffe, das ist nur... Ich hoffe, das ist nur ein Trollname. Ich sag ehrlich. Ja, gib mir jetzt das Boost. Ja. Schade. Erstmal Grandma Hunger, Future Grandma erstmal wegfeuern, sorry. Ja. Mate ist am Start auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt schon ein, zwei Mal outplayed, aber. Okay. Kann man natürlich auch so machen. Warum nicht? Oder pass. Also vom Gegner. Upp. Sehr schmackhaft zunächst. Sehr schmackhaft. Auch das Zerstören von meinem Mate hat geholfen. Dadurch war nur noch der eine Typ da, der an der Wand hing und ich wusste, was er tun soll. Das ist ganz schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Aber zum Glück ist der Mate gut in Rocket League 21. Wow. Jawohl, guter Pass. Ach, jetzt läuft's, Alter. Habt ihr den Flug gesehen, wie krumm und schief der war, aber ist scheißegal.
Langsam habe ich's raus. Langsam bin ich wieder drin. Ah, endlich auch mal hier ein Erfolgserlebnis. Muss auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. Oh ne. Oh ne. Oh ja. Ja, geil gemacht. Der ist ja instant reingegangen. Auch wenn er langsam war. Alter, das ist ja also Präzision 100. Ach schön. Ach schön. Endlich läuft mal hier was, wie soll. Das war aber gefährlich. Das war jetzt schlecht von mir. Ah ja, weiß nicht. Ja. Ich meine, ich habe auch nur den Ball weggekickt. Ich meine, ja, der Mate hätte vielleicht direkt rangehen können. Dies, das. Reden wir nicht drüber. Wir sind 2 Punkte noch Vorsprung. Im Vorsprung vorne. Und ich sehe gerade, dass das Match erstmal 1 Minute geht. Es kommt mir vor, als wäre es schon zur Hälfte vorbei. Aber es ist gerade mal 1 Minute vergangen. Ja, wild. Sehr wild auf jeden Fall. So, genau wie das. Boost habe ich auch noch bekommen. Wunderbar. Sorry, Mate. Den habe ich dir abgeluchst, aber ist okay. So, Mate, hier für dich vielleicht. Ich brauche eh Boost. Du machst das schon. Oh ja, er macht's wirklich. Passt. Nee. Der Angriff wird erstmal abgebrochen, mein Freund. Und auch der Angriff wird abgebrochen. Oh oh. Jawohl. Wobei, alles cool, alles cool. Die Gegner haben übel verkackt. So, habe ich links angetäuscht und rechts bin ich dann rangefahren. Ha. Oder nach rechts habe ich dann geschossen. Wir wechseln einmal die Seite. Hier rüber muss ich. Okay, ich brauche lieber ein bisschen Boost. Das wird sonst nichts hier. Wo Grandma Yucha kommt. Oh oh. Schön geblockt. Ich habe irgendwie nichts gemacht, weil ich den Ball absolut unterschätzt habe. Und auch meinen Boost. Und ich habe eigentlich alles gerade unterschätzt. In der Situation. Oh, du machst das schon, du machst das. Oh nein. Alter, ich passe aber auch immer direkt zum Gegner, gell? Der Mate hat eine richtig kranke Parade rausgeholt, aber... Oh, ich habe schon wieder ein Tor verursacht, indem ich direkt zum Gegner gepasst habe, gell? Gibt's nicht. Gibt's nicht, ey. Gut, wir lassen den Ball einmal... Boah. Okay, das war gefährlich. Ich wollte den Ball kurz aufkommen lassen, aber dann... Okay. Ja, der ist für mich. Zack, für meinen Mate. Komm, Mate. Schade. Oh, ne. Oh, ne. Alter, da hat er mich outplayed, gell? Hat er mich echt outplayed. Also das war knapper als gedacht. Ich hab so richtig... Ah, easy, der geht voll rein, Alter. Ah, ne, okay. War doch nicht so knapp wie gedacht. Alles gut. Alles gut. Ganz entspannt. Ich habe mir extra Mühe gegeben, den nicht zu eilig zu machen. Also nicht zu, ne, zu schnell. Weil sonst hätte ich vielleicht noch daneben geschossen. Also in der Ruhe liegt die Kraft oder so, ne. Ich gehe zum Tor. Oh ja. Gut. So, nochmal in die Mitte vielleicht. Okay, da ist keiner. Hätte vielleicht kurz in den Rückspiegel schauen sollen, aber ist ja nicht so schlimm. Sorry, schreibt er. Warum? Weil er den Gegnern das Tor denied hat oder weil er nicht für den Pass in der Mitte war? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mate carried mich auf jeden Fall. Obwohl ich mehr Punkte habe, gell? Verteidiger, der geschrieben. Ich wollte gerade sagen, der wollte bestimmt was für eine Parade schreiben, aber so gut war sie dann eigentlich nicht. Guter Schuss. Der Pass war natürlich am Start. Geiler Pass. Gucken wir uns das nochmal an kurz. Guter Pass. Ach ja. Das, also das Match, das mundert mich echt auf. Das ist für meine Nerven echt balsam. Oh oh. Nein, es war richtig der Gedanke, dass ich da ran muss. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich bin
glaube, ich bin zu hoch geflogen. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich hätte ihn treffen können, ne? Ich war aber ein bisschen zu weit außen. Schade. Schade. Es wäre natürlich noch das I-Tüpfelchen auf dem, was auch immer. Ach, scheiße, ich komm mit meinen komischen Sprüchen durcheinander. Oh, nee, Alter. Was machen die für Schüsse? Das ist ja richtig gefährlich gerade. Weg. Weg damit, ey. Ich brauch Boost. Gib mir mal was. Oh, Mate. Ja, Gegner. Jetzt, komm, gib mir den Pass. Gib mir den Pass. Ich sehe schon, wir wollen auf jeden Fall noch ein Tor. Und ich will auch noch ein Tor. Okay. Da war ich kurz davor hochzusteigen, hab's dann aber doch gelassen. Ich dachte, die kriegen den auf jeden Fall, aber hm. Ja, easy. So, meine Freunde. Da haben wir doch nochmal einen Sieg rausgeholt. Sogar einen wirklich akzeptablen Sieg. Also das war ein schönes Spiel. Ich glaube, wir machen noch eins, Leute. Wir machen noch eins. Ja, weil eigentlich ja Way of the Hunter heute kommt und das normalerweise längere Folgen sind und dies und das und was weiß ich. Wir machen noch eins. Das zweite Spiel war ja auch durch Aufgabe gewonnen. Los geht's. Gut, ich hoffe, das war keine schlechte Entscheidung. in dem Sinne, dass wir jetzt nochmal ein Spiel richtig hart verlieren oder so. Wir schauen mal. Ein Sieg muss doch drin sein, oder? Na, wir werden schauen. Ja, gehen wir gleich mal hoch. Ja, man muss ja auch mal solche Chancen nutzen. Ich meine, warum auch nicht? Das sind gute Chancen. Okay, der Mate macht nochmal einen kleinen U-Turner hier. Sorry. Weiß nicht, was er vorhat. Er macht ein ziemliches Solo-Play auf jeden Fall. Okay, ich habe den Ball nicht berührt. Lul. Ich habe ihn nicht bekommen. Oh nein, Mate, mach doch nicht sowas. Fahr doch nicht rückwärts. So, Mate, komm jetzt vor. Bin da. Bin bereit. Er hat versucht. Er hat zumindest versucht, zu mir zu spielen, ne? So, Mate, hier für dich. Alter, das war ja ein direkter Pass. Der war ja quasi angeschossen, der Dude. So, wir gucken nochmal, was die Gegner machen. Wir beobachten weiter, ja. Ich meine, es war halt von vornherein klar, dass das kilometerweit vorbeigeht. Kann man auch einfach mal ein bisschen beobachten. Ah, Mate, okay. Ich sehe natürlich, was der Gedanke dahinter war. Ah, die Gegner sind auf jeden Fall auch nicht schlecht. Man merkt's. Mal gucken. Es wird bestimmt ein spannendes Match. Sag ich, wie es ist. Oh, den habe ich nicht gut erwischt. Oh, jetzt. Komm, die Konterchance. Nee, kommt sie nicht. Das ist mir schon wieder zu viel, was hier abgeht. Er geht oben gegen die Latte. So, jetzt komm. Endlich mal ein Befreiungsschlag. Endlich mal nach vorne hier. So, dein Boost gehört mir. Pass kommt rein. Der Mate macht's. Ich, jawohl. Schön. Ich wusste schon, warum ich die Finger davon lasse. Der Gegner hat den Pass ideal reingebracht. Schön. Geil. Damit liegen wir vorne, obwohl die Gegner die ganze Zeit eigentlich am Drücker waren. Und da haben wir einmal eine Torchance und schon easy. Ja, hol dir mal den Boost, Kollege. Ich habe extra für dich liegen gelassen. Oh ja, geil, wie er den Ball behauptet da vorne. Bin halt zu weit hinten, um irgendwie was zu machen, aber ich will ja halt auch nicht ein Gegentor riskieren. Sage ich und krieg direkt den Ball abgeluchst, aber gut. Ey, hallo. Naja, gut, krüppelig, aber okay. Oh ne, da habe ich den Gegner schon wieder den Ball vorgelegt. Das ist meine Chance vielleicht. Ah, Richtung war okay, aber das war auch das Einzige, was daran okay war. Naja, gut, naja.
Aber der Gegner konnte aus dem Stand auch keinen starken Schuss daraus performen. Also, naja, was soll's. Auch in Ordnung. So, Mate, vielleicht du? Okay, doch nicht. Ramm mich halt kurz weg. Ist auch in Ordnung. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade versucht habe, aber... egal. Egal. Ball bleibt an Ort und Stelle. Dann ist es auch in Ordnung. Okay. Mhm. Ja, abgeblockt schon wieder. Nächsten Angriff denied. Läuft soweit ganz gut. Eigentlich müsste ich... ich bleib, glaube ich, auch einfach hinten und verteidige, weil ich glaube fast eigentlich nicht, dass wir noch ein Tor machen irgendwie. Oh. Ja, das war auch schon wieder eine Risikoverteidigung, sehe ich ein. War nämlich nicht die beste, aber... ja, Verteidigung ist Verteidigung. Ne? Darauf kommt's doch an. Oh. Okay, Mate, der ist vielleicht ganz gut. Soll er machen? Ich verteidige. Alter, wie ich den abgeluchst habe, den Ball. Mm. Jetzt holen wir einfach ein bisschen Zeit raus. Oh nein. Oh nein, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee gewesen. Mate? 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 Ja, war mir ein bisschen... also, es war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Aber egal. Ja, das war auch gerade, ich glaube, das war das richtige Timing. Erst kurz warten, bis alle denken, okay, ich gehe jetzt an den Ball. Und dann habe ich den mir auch wieder gesnackt. So, hier nochmal zum Gegner passen, zum Mitspieler passen. Einfach Zeit rausholen letzten Endes. Ich will gar kein Tor mehr machen. Hauptsache, wir überleben die letzten 20 Sekunden noch. Ich glaube, ich bleibe auch hier an der Mittellinie, ja, für alle Fälle. Vielleicht starte ich jetzt nochmal einen Angriff. Ha, abgeluchst. Ja, man braucht halt einfach das Timing, ne? Richtiges Timing. Gefühl für den richtigen Moment. Was weiß ich. Habe ich meistens nicht, aber heute. Ey, was soll's. Heute passt es einigermaßen. GG. Hat Spaß gemacht. Schreibe ich auch. War wirklich ganz okay. War okay. So, Leute. Nachdem das echt schlecht angefangen hat, hat es sich dann doch ein bisschen verbessert, ne? Ja, kann man drüber streiten, wie gut das jetzt letzten Endes war, aber hey, wir sind wieder Liga 2 und sogar ein Sieg darüber hinaus. Also sind wir ja weiter, als wir heute gestartet haben, sind, was auch immer. Ich bin fertig mit den Nerven, Way of the Hunter hat mich schon fertig gemacht und die ersten zwei Rocket League Matches waren auch schlimm, aber danach ging's gut bergauf. So Leute, ich entlasse euch jetzt in die Freiheit, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr denkt, es war okay und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Way of the Hunter kommt dann morgen. Wahrscheinlich. Gut, Leute, bis dahin. Lasst es krachen und ciao, ciao.